Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem Quick Guide für den Erfolg Randalls großer Tag. Der dürfte vor allem für Venture-Pakt-Partner oder allgemein eben Erfolgssammler sehr interessant sein, hängt auf jeden Fall mit dem Gluthof, also unserem Venture-Pakt-Feature zusammen. Da können wir ja regelmäßig verschiedene Gäste einladen, so auch Randall und Knüppelfratze. Und wie immer müssen wir dann erstmal eine Quest absolvieren, damit die dann sagen, okay, cool, wir kommen zu eurem Gluthof. Bei den beiden sieht es so aus, dass sie sich eine schicke Kopfbedeckung wünschen und alle, die dafür zur Auswahl stehen, sind herstellbar. Also die könnt ihr im Aha kaufen oder haut einen befreundeten Schneider, Inschriftenkundler, Alchemist, was auch immer an, ja, das ist ganz unterschiedlich. Es geht dabei um diese Fähfestmaske, um diese Krone der Rechtschaffenden, um die rote Kopfkerze und um einen festlichen rosa Hut. Das Schöne dabei ist, das sind alles kosmetische Items, sollte euch also eins davon fehlen, könnt ihr das auch gerade anlegen, im T-Mog speichern und dann immer noch abgeben, ne? Wir demonstrieren das gerade mal. So, wenn ich jetzt sage, hier diese Fähmaske, die habe ich ja auch schon für den Erfolg, die gebe ich ihm jetzt eben rüber und sage, hier mein Lieber, diese schöne Fähmaske, zack, also das kann immer noch funktionieren. Wir wollen jetzt aber vor allem den Erfolg schnell machen und da könnten wir jetzt sagen, okay, das machen wir Woche für Woche, wenn wir die immer wieder einladen. Oder wir machen den jetzt sofort auf die Schnelle, weil wir es natürlich eilig haben und Randall mit noch mehr schönen Accessoires ausstatten wollen. Naja, dann brechen wir die Quest einfach wieder ab, bevor wir die jetzt eben abgeben, logischerweise, und nehmen die dann wieder an und sagen diesmal, Randall, ich habe hier einen schönen rosa Hut für dich, dann bist du eine echte Prinzessin. Und wir sehen, das zählt eben in den Erfolg mit rein und dann brechen wir die Quest einfach nochmal ab und sagen, okay, das war doch nicht der richtige Hut, ich will ihm lieber einen anderen geben, und zwar diese schöne rote Kopfkerze hier, die sollst du eigentlich tragen, mein Lieber. Sehr schön, ein bisschen Kobold-Style, auch die hat also gezählt. Wir brechen das Ganze dann logischerweise nochmal ab und sagen, halt, stopp, ich habe da was vergessen, ich habe doch was ganz anderes geplant, und zwar in diesem Fall diese wunderbare Krone, die geben wir dann ab. Zack, haben also alle jetzt ruckzuck durchgeballert und kriegen den Erfolg. Plus, wir brechen jetzt natürlich nicht ab, sondern haben auch die Einladung direkt in der Tasche. Das ist also der Weg, den man hier gehen kann, um das Ganze recht schnell abzuschließen. Wenn man natürlich sagt, okay, ich plane demnächst sowieso nur schmuddelige Höfe, ja, und lade die ständig ein, dann kann man das natürlich auch auf Vorrat alles kaufen und dann Woche für Woche eben individuell abgeben, um dann diesen Erfolg zu holen. Ja, wollte ich euch nur schnell mitteilen, diese Möglichkeit. Danke an Melvred für die schönen Sachen und das war's soweit von mir. Viel Spaß beim Erfolgsjagen. Tschüss!